Jetzt sind Nathalie, Paulina, Chiara und Christina dran. Wir singen heute von Sarah Connor, Wie schön du bist. Wir durften uns die Gruppen selber auswählen und den Song genauso. Ich war in einer anderen Gruppe. Da hat der Dieter Bohlen mich von da rausgenommen, hat gesagt, nee, du gehörst jetzt zu ihnen. Ganz ehrlich, er hat mir so einen Gefallen getan, weil ich, also dieses Lied fällt mir viel, viel leichter wie das andere. Die Generalprobe war ein Erfolg. Also, ich hab Tränen in den Augen fast gekriegt, Gänsehaut am Körper. Da kam so viel rüber, das ist unnormal gewesen. Und man kann wirklich sagen, ich bin die Einteilung pervers, weil die ist so geil. So was von geil. Ich finde, da ist unheimlich Energie, gerade so zwischen uns. Ja. Spürt ihr, merkt ihr auch diese Harmonie zwischen uns? Da ist eine Energie da, das ist so, also das passt einfach wie Faust auf Auge. Also, ich war bei der Gruppe We Are The World und hat Dieter mir heute Morgen noch gesagt, raus da. Und weißt du was? Ich glaube, das war die beste Entscheidung. Du singst doch immer auf Deutsch. Obwohl, ja genau, das ist ja das Punkt. Ich singe immer auf Deutsch und vor allem noch eine deutsche Ballade. Das ist so 100% und ich bin so zufrieden mit dieser Entscheidung. Wir finden das eigentlich ganz cool, dass Chiara bei uns jetzt in der Gruppe ist. Und ich finde, dass wir auch ganz gut zusammenpassen, stimmlich. Es ist, glaube ich, auch total ihr Ding. Ich denke, das ist super für unsere Gruppe. Bringt noch ein bisschen mehr Pep rein und ja. Und eine extra Motivation. Erst wenn ich nichts mehr spüren kann und erst wenn ich nichts mehr spüren kann. Dürfen wir euch ganz kurz unterbrechen? Ja, gerne. Das ist uns also ziemlich nah gegangen. Wir finden einfach, dass ihr so unheimlich stark seid mit dem, was ihr erlebt habt. Also, wir haben jetzt vor, dass wir den dreien mal sagen, dass wir ihnen das Lied widmen, weil sie uns Geschichten erzählt haben, die uns ja extrem berührt haben. Also ich singe einen Song für meine Mutter. Meine Mutter ist alles für mich. Und es ist einfach der Zeitpunkt jetzt langsam, wo ich auch mal etwas zurückgeben muss an meine Mutter. Deswegen mache ich mir auch immer so einen Druck, weil ich einfach auch mal meine Mutter stolz machen will. Ich möchte mit der Musik meiner Mutter was zurückgeben. Sie hat mir die Kraft gegeben, sie hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Und ich bin mega, mega stolz, so eine Mutter wie sie zu haben. Sie ist halt einfach, sie hat halt vor 2,5 Jahren Krebserkrankung. Von einem Tag auf den anderen beim Arzt gewesen. Dann sagt ja einer mit 22, du hast Krebs. Ne? Das war so einer der härtesten Momente in meinem Leben. Und es hatte dann auch gestreut. Das heißt, sah erst gut aus, dann gar nicht mehr so gut. Eine Minute auf die andere ist alles vorbei. Chemotherapie gehabt. Schon vor 2 Jahren habe ich noch ohne Haare, ohne alles komplett zerstört in der Klinik gelegen. Aber ich habe es geschafft. Ich bin im Moment gesund. Ich habe Nachkontrolle, alles Mögliche. Bei mir ist es immer im Kopf präsent. Ich denke jeden Abend vorm Schlafengehen dran. Ich habe auch mal so einen kleinen Engel dabei, den meine Mutter mir geschenkt hat. Man darf nie aufhören zu kämpfen, Alter. Das will ich den Leuten, ich will anderen Leuten Mut geben und dafür will ich einfach den Song singen. Er hatte mit seinem Leben zu kämpfen. Es war kurz davor, dass er vielleicht stirbt. Ja, er hatte Krebs und deswegen riesen Respekt an Joshua, dass er heute so ist, wie er ist. Und er ist ein toller Mensch auf jeden Fall. Also sowas halt von der Person selbst so zu hören, das ist einfach krass, das nimmt einen mit. Schaut sich an und kann das gar nicht vorstellen, dass mit denen sowas passiert ist. Und dann kommt da so eine Story und das ist schon hart. Also, da haben wir uns gedacht, wir würden gerne den Song für euch singen. Wow, danke schön. Alter. Das ist heftig. Dass das dann kommen hätte jetzt keiner von uns mit gerechnet, ne? Und das ist natürlich eine krasse Geste, richtig krasse Geste, finde ich, auf jeden Fall. Oh, jetzt hört er mal auf. Im
man jetzt sagt, wir widmen den euch, weil wir wollen, weil ihr seid dort und ihr macht anderen Mut und ihr seid Vorbilder. Das ist schon wow. Also ich glaube, jetzt können wir richtig, richtig Gefühle rüberbringen. Ja, auf jeden Fall. Genau. Mehr Motivation geht nicht, ob die Jury das spüren wird. Kevin, Joshua und Liron, dieser Song ist für euch und jetzt geht's los. Komm. So. Hallo. Ja, ihr seid ja eine der wenigen Gruppen, die ihren Titel behalten haben. Ja, ist ein schwerer Titel, ne? Aber wunderschön. Auf jeden Fall kann nicht, wirklich viele Gefühle zeigen. Nicht ganz so schwierig wie Michael Jackson. Definitiv. Weil sie ich glaube, du hast mir einen Gefallen getan. Definitiv. Ja. Weil sie wollte eigentlich Michael Jackson singen. Naja, also wir hören uns das gerne mal an. Okay. Vorbei. Und dein Herz stark wie Blei. Jeder redet von dir ein. Das ist alles, was ich weiß. Und du siehst so traurig aus. Komm in meinen Arm, lass es raus. Glaub mir, ich war, wo du bist. Und weiß, was es mit dir macht. Doch wenn du lachst, kann ich es sehen. Ich seh. Das alles so gewollt, den ganzen Terror und das Gold. Ich hab das niemals so gewollt. Wie all deine Farben und all deine Namen, weißt du denn gar nicht, wie schön du bist? Eigentlich ist nur sie gut. Was? Eigentlich macht nur sie es richtig gut. Ja. Weißt du noch gar nicht, wie schön. Das war doch nicht nötig, Mensch. Das weißt du drauf so. Hey. Ja, du hast mich enttäuscht, Christina. Ja. Ich weiß nicht, da hat sich so verklemmt und so, als wenn du dich nicht wohlgefühlt hast in dem Song. Es war sehr affektiert, es war sehr besorgt, irgendwie träge das Ganze. Es tut mir echt leid, ich fand es wirklich gar nicht mal so gut. Christina, du warst weg heute. Du warst nicht da, wo wir dich eigentlich sehen, ist schade, weil hier werden Fehler auch bestraft. Nathalie, du bringst immer eine stetig gute Leistung. Vielleicht ist es jetzt mal Zeit, um ein paar Ausschläge nach oben zu haben, aber auf dich kann man sich verlassen. Die Beste in der Gruppe mit Abstand war Paulina, ja. Du hast das richtig genagelt, das Ding. Das war Dankeschön. Große Gefühle, Dankeschön. Tolle Phrasierung, Kraft in der Stimme, alles toll. Du hast echt die Gefühle dahin gebracht, wo die sein sollten bei dem Song, im Herzen. Vielen Dank. Es gab auch eine Überraschung für mich. Also Chiara, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass du das so hinkriegst. Du bist eine kleine Freche. Ich glaube, das passt dir ganz gut rein. Du nimmst kein Blatt vor den Mund und hast aber trotzdem jetzt gezeigt, dass du das auch willst, dass du nicht nur hier bist, um Faxen Definitiv zu machen. Will ich das. Genau aber deswegen bin ich hier. Genau. Ich will und das fand ich echt gut. Mich stört es, dass ich deinen Dialekt zu arg raushöre. Dieses Ich, Ich, Ich. Das geht nicht. Wenn du auf Deutsch singst, musst du Ich sagen und nicht Ich. Ja, das machen wir in Mannheim auch gerne. Ihr macht das auch gerne, aber darauf musst du achten. Ne? Das sind also
Das verzeih ich dir eigentlich nicht. Wenn du dreimal im Song Ich machst, dann das bringt mich echt runter. Ja. Aber gut, dass ich deswegen bin ich ja hier. Um es hart zu sagen, Pauline hat euch weggefegt, so, aber ihr habt es trotzdem gut gemacht. Dankeschön. Ja, prima. Dankeschön. Danke. Danke. Darf ich noch was sagen? Nein. Also bitte lass mich doch mal was. Lass mich bitte was sagen. Darf ich dich bitte umarmen? Ja, das. Kommt jetzt ein Heiratsantrag? Das würdest du ja gerne. Das würdest du ja gerne. Dankeschön. Bitte schön. Okay. Vielen Dank. Danke euch. Tschüss. Ciao. Tschüss. Das konnte sich hören lassen. Gesang und Kritiken. Ich freue mich so sehr, dass genau das, was ich unbedingt wollte, Gefühle transportieren und zeigen, dass ich wirklich singen kann. Und ich bin auch schon sprachlos. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Mit meinen Bewertungen bin ich auch mega zufrieden. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass ich so viel Lob bekomme. Einmal ab und zu mal tut das auch gut. Also, viele Lobe zu bekommen. Und viele Umarmungen von Dieter und von Marolito. Ich habe voll mega die gute Bewertung bekommen. Ja, cool. Ja, Pauline war die Beste aus der Gruppe. Ja, ich habe das noch gar nicht realisiert. Wirklich, ich stehe richtig neben mir. Also das war, ich hätte damit überhaupt nicht gerechnet. Und ich freue mich mega und es fühlt sich einfach richtig, richtig gut an.